Ja, wir leben auf jeden Fall in einer Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie allerdings, die in den letzten Jahren immer komplizierter geworden ist, immer längere Entscheidungsprozesse erfordert hat und dadurch die Bevölkerung oft außer vor gelassen hat. Wir haben theoretisch Möglichkeiten, die Bevölkerung einzubeziehen. Wir nutzen das aber nicht. Wir nehmen zu hohe Hürden gegenüber dem Volk in Kauf. Und das meinen wir mit mehr Demokratie, diese abzubauen und mehr die Bevölkerung in wichtige Sachen entscheiden zu lassen. Das ist keine Demokratie. Ich sehe das als große Gefahr. Der Lobbyismus, der ist heute besser ausgeprägt und besser organisiert als unser Bürgerwille. Der Bürger ist gegenüber dem Lobbyist zurzeit im Nachteil, weil der Lobbyist ganz andere Möglichkeiten hat. Denkmalschutz muss sich anderen Dingen unterordnen. Denkmalschutz als Denkmalschutz selber, der alles schützt und keine Bewegung und keine Entwicklung mehr zulässt, wäre nicht richtig. Wenn ich den Bonatzbau anschaue, erstmal, ich sage ganz persönlich, mir gefällt er nicht besonders. Das ist kein Gebäude, wo jetzt bei mir irgendwelche positive Gefühle oder euphorische Gefühle, dass es ein ganz tolles Denkmal sei, hervorruft. Das ist eher so ein bisschen wilhelminisch-kaiserlicher Bau, sehr abweisend. Und wenn ich dann an den beiden Seitenflügeln vorbeigehe, vor allem an dem, wo man reinkommt über der Schlossgarten, ist es ein schrecklicher Spaziergang durch Stuttgart. Also nach unserem Planungsrecht, was Recht und Gesetz gerade ist, ist es überhaupt keine Zeit eigentlich für dieses Großprojekt. Ich kann Ihnen bei uns sogar in der Stadt Projekte zeigen, die viel länger schon auf der Wunschliste sind, schon viel länger geplant sind, aber noch nicht durchgeführt. Die Umgehung in Heubach, die Straße zum Beispiel von Möcklingen nach Heuchlingen. Uralt Projekte, teilweise 40 Jahre schon in der Planung. Das ist bei uns ein Planungsprozess, der total stockend ist, wegen der vielen Voraussetzungen, die ihr braucht. Vom Naturschutz angefangen, Denkmalschutz, haben wir gerade eben gesagt, bis hin zu der Finanzierung. Wir müssen dort was machen. Wir müssen diese Dinge sicherlich straffen. Ich habe das neulich mit Jugendlichen diskutiert. Ich habe gesagt, ihr seid noch gar nicht geboren gewesen in der Zeit, als diese Planung überhaupt begann. Und jetzt sollt ihr praktisch die Kosten dafür bezahlen, ohne dass ihr gefragt werdet. Das ist das Problem, das wir bei Stuttgart natürlich haben. Wir haben immer wieder Proteste, Gegenstimmen gehabt. Wir haben ein gültiges Volksbegehren, das die Stadt Stuttgart dann auf die Seite gewischt hat. Und da meine ich die lange Zeit und auch die Proteste, das passt nicht mehr zusammen. Da muss man andere Schritte gehen. Sie ist sicherlich ohne S21 realisierbar, aber ob die Realisierung dann besser ist, billiger ist, von der Bevölkerung dann in andere Bereiche besser angenommen wird, wie der Bahnhof oder die Trasse Wendlingen-Ulm, das ist alles nicht beantwortet. Diese Fragen stehen im Raum. Wir haben eben für K21 keine Planung und können dort keine verlässlichen Daten und Aussagen auf den Tisch legen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja den Antrag gestellt im Landtag. Wir mussten unsere Fraktion ein bisschen drängen. Ich war in Ulm bei diesem Parteitag mit dabei. Die SPD hat es beschlossen auf dem Parteitag. Daraufhin hat dann die Landtagsfraktion diesen Antrag auf Untersuchungsausschuss gestellt. Und dieser Untersuchungsausschuss hatte meine erste Aufklärung gemacht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Es muss natürlich jetzt von der gerichtlichen Seite der Rest von uns aufgeklärt werden. So geht es natürlich nicht, dass Gewalt gegen friedliche Demonstranten gebracht werden muss. Ich muss natürlich die Polizei schützen. Die Polizei wird
wird hier vorgeschoben vor die Politik. Die Politik macht hier Fehler und die Fehler muss die Polizei ausräumen und das darf natürlich nicht sein. Also so eine Politik muss aufgeklärt werden und auch als Prävention gegenüber künftigeren Fällen natürlich ganz klar auch der politisch Verantwortliche herangezogen werden. Mhm. Wir haben das gesprochen, die würde am liebsten auf die andere Seite des Zauns stehen, die sieht sich da stark missbraucht. Mhm. Okay. Und es wird natürlich so weitergehen. Wir sind ja noch nicht am Ende, das fängt ja erst an jetzt. Wenn der Bau 10 Jahre geht, dann ist die Polizei dort diejenige, die hier der Rücker hinhalten muss. Ja. Also ich bin mal generell für eine Modernisierung des Bahnhofs, für eine Modernisierung des Bahnknotens in Stuttgart. Das, was da gerade an Bahn- und Verkehrstechnik geboten ist, ist absolut überholt. Das ist 2 Jahrhunderte eigentlich bald schon veraltet. Und ich meine, dass die Modernisierung einmal mit dem Prinzip alles in Tunnel und nach unten, weg aus diesem dicht bevölkerten Großstadtbereich, das ist schon mal ein guter Gedanke. Wir machen ja in Schwäbisch Gmünd auch die ähnliche Lösung, Verkehr in den Tunnel. Damit entlastet man natürlich der Stadt und alle Menschen, die dort leben. Das muss man unbedingt sehen. Das Zweite ist, wenn ich mit dem Zug reinfahre in den Stuttgarter Hauptbahnhof, kommen mir als Städteplaner und als Bürgermeister, der eine Stadt entwickeln muss, die Tränen. Wie kann man so ein schönes Gebiet, so eine wichtige Einfahrt in die Stadt völlig auseinanderschneiden? Zwei verschiedene Stadtteile dadurch bilden, den wunderschönen Park, der erst damals, als die Eisenbahn nach Stuttgart kommt, mehr oder weniger zerstört war. Und da sehe ich Entwicklungspotenzial und das war immer für mich eine gute Vision, zu sagen, hier kann sich eine Großstadt im Zentrum, in ihrem Herzen, noch ganz toll entwickeln. Das hat mich begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Was natürlich alles dahinter gesteckt ist, das ist immer das, wo diese Begeisterung dämpft und die einen Befürworter immer sehr nachdenklich werden lässt, wenn dann ECE, die großen Konzerne, irgendwie verbunden mit Politikern da ihre Geschäfte macht. Oder wenn man sich die Bibliothek oder die Landesbank anschaut, das sind natürlich nicht Musterbeispiele eines ökologischen Städtebaus oder eines Miteinanders der Generationen, wie man sich es vorstellt. Also, das ist ganz klar, dass... Ja oder nein? Erstmal ja oder nein? Ich weiß das. Das, das wissen Sie. Das kann man stoppen. Es gibt Möglichkeiten. Ohne dass dazu ein Schadens... Genau. Okay. Man nimmt ja denen nichts weg, denen Firma. Das muss halt dann im entsprechenden richtigen Weg weiterlaufen. Wir haben ähnliche Probleme auch schon gehabt. Wir haben schon komplette Vergabeverfahren müssen stoppen, um andere Standorte zu nehmen. Also das ist übliches Geschäftshandeln. Wenn wir eine Sache, wie jetzt zum Beispiel mit der Schlichtung, nochmal überprüfend, nochmal genauer anschaut, auch Dinge, und das sagen alle von der Schlichtung her, nochmal auf den Tisch bringt, Pakete nochmal aufknüpft, übrigens auch Pakete, die noch gar geknüpft sind, uns nochmal anguckt, Türkheimer und der Türkheimer Güterbahnhof oder der Flughafenbahnhof Stuttgart sind noch nicht planfestgestellt. Dann können wir nicht auf der anderen Seite einfach weiterbauen und tun, als wäre nichts gewesen. Und das Wort Baustopp oder Bauunterbrechung, das ist alles Gleiche. Das hat jetzt jede Seite eingesehen, dass das gemacht werden musste. Und wenn der Mappus auf der einen Seite sagt Fädehandschuhe, auf der anderen Seite Schlichtung und Bauunterbrechung, dann hat er Kreide gefressen und wechselt da auch seine Position und macht genau das, was er der SPD vorwirft. Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Das ist ja der wichtigste Artikel eigentlich. Sehr wichtig. Der Landtag und das Volk können Gesetze erlassen. Das Volk. Und ich gehe doch sogar noch weiter
und zitiere das Grundgesetz, das ja für uns als Land auch gilt. Das Grundgesetz ist die Grundlage der Landesverfassung. Da steht, alle Macht geht vom Volke aus. Und wenn das Volk etwas beschließt, und darum wollen wir das Ganze dem Volk geben, die Gesellschaft ist zerrissen bei Stuttgart 21 und das kann nur gekittet werden. Es war der Erhard Eppler, der das bei uns ausgearbeitet hat, kann unserer Meinung nach nur gekittet werden, wenn das Volk endgültig entscheidet.